Lansina ist gut. Er ist mächtig und nett. Er ist ein starker Kämpfer und auch Anführer. Er wird die Leute führen. Gott liebt ihn sehr. Mutter liebt ihn auch. Vater sagt, er ist nicht würdig. Ich glaube, Vater ist neidisch. Also das Dragon Ball Z-Schach zu Hause, es war teuer damals. Ich habe nur ein paar Figuren, das Schachbrett habe ich, aber nur ein paar Figuren. Ich konnte mir das als Kind nicht leisten die ganze Zeit. Nee, das konnte ich mir nicht leisten. Das war wirklich sehr teuer. Mirko, du hast Nezuko-chan. Ja. Hat der schon lange. Nezuko ist toll. Ich habe auch Nezuko da oben. Als Figur. Ich glaube 230 Euro insgesamt oder so. Boah. Ich habe irgendwo noch so ein paar Schachfiguren in Dragon Ball Form. Ich weiß aber nicht mehr, wo die sind. Und das Schachbrett habe ich auch irgendwo. Aber ich konnte die leider nicht alle sammeln. Ich wollte das so gerne, aber wenn es weg war, war es weg und. Ja. Sowas gab es ja auch damals mit. Gab es das nicht mit Harry Potter auch? Irgendwie sowas? Da gab es doch auch dann immer jeden. Wann kam das immer raus? War das jede Woche oder monatlich? Ich habe halt im Monat immer diese ganzen Mega-Hero-Zeitungen gekauft und. Was gab's da noch? Mega-Hero? Da gab es da irgendeine andere Zeitung noch. Die habe ich auch immer geholt. Und dann Anime-Karten, Mangas und Games musste ich auch irgendwie. Es war immer knapp alles. Ich konnte mir natürlich nicht immer alles holen, also. Alle zwei Wochen, meine ich. Stimmt. Ja, das hätte ich nicht hingekriegt. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich hätte gerne alle gehabt. Bei Dragon Ball war so voll mein Ding in dem. Zu der Zeit. Also, es ist immer noch. Dragon Ball ist mega geil. Tierkadaver. Lass uns zurückgehen und einer anderen Spur folgen. Anderen Spur. Er war auf dem Dragon Ball Trip, glaube ich. Ja. Ich fand das an der Grundschule mal voll geil. Zuerst war so, das war viel Pokémon-Hype, dann Yu-Gi-Oh!-Hype und Dragon Ball natürlich auch. Und ich habe in den Pausen dann angefangen, mit anderen Dragon Ball-Charaktere zu zeichnen. Wir haben dann da immer so Zeichenwettbewerbe gemacht in der Pause. Wir sind dann oben geblieben und haben dann gezeichnet. Und seitdem habe ich dann halt das Zeichnen angefangen. Das sind halt schöne Erinnerungen. Okay, ist nicht mehr viel, dann habe ich das dann bald. Du hast dann auch Nezuko? Ach du Scheiße. Umflex mit deinem Bit-Abzeichen. Hey, Nezuko ist toll, ja? Wer die nicht hat, ist uncool. Kappa. Nein. Kanna bekommt er dann. Oh, Kanna ist aber auch toll. Kanna ist mein auch Nummer 1 von Süßigkeiten her. Nicht zu niedlich. Sie für mich sühnen.
Soll ich den Weg folgen? Ich habe keine Ahnung. Sieht so verdächtig mit den Spuren hier aus. Sagt sie jetzt nichts dazu, dass er ein Toter ist? Oh, ist das wieder so verbuggt jetzt? Wow, Mirko. Sieh mal nach. Einfach nur wow. Hallo Eis. Guten Abend. Hä, ich verstehe gerade das Spiel nicht. Ist das jetzt schon... Danke, Klaus, für die 1500 Kuppers. Also warum ist denn das so laut geworden? Ich muss mal checken, was da abgeht, warum das so laut ist. Und warum passiert hier nichts? Ich bin jetzt der Spur gefolgt und... Und das ist ein Quark. Oh, das Spiel macht mich fertig. Das Blut führt uns vom Hauptlager fort. Vielleicht zu jenen Zelten? Diese Geschichte wird wohl ein trauriges Ende nehmen. Das fürchte ich auch, Vetter. Und das an solch einem wichtigen Tag. Wo kommt der denn jetzt her? Vielleicht nicht wie erhofft. Das ist ja wieder grausam, halt. Da. Dort vorne ist ein Wagen. 150 Euro? Was? Nein. Sieht nach einem Unfall aus. Erkennst du ihn? Das ist Zenan, der Priester. Die Schweine haben ihn entkleidet. Dieses Lager dort, wem gehört es? Enach Dub ist kein Lager, obwohl es so scheint, als hätte jemand eines daraus gemacht. Gehen wir. Was vermutest du? Der Priester wurde entführt. Sie nahmen seine Kleidung. Ich denke, der Schurke will sie selbst tragen. Eine Verkleidung? Das finden wir bald heraus. 100 Bits ist gleich 1,47. Ja, so irgendwie in dem Dreh. Das sind sehr komische Zahlenangaben. Hier sollte ich vorsichtig sein. Dort. Jener trägt ein Priestergewand. Folge mir nach. Folge mir. Geduld, keine Schande. Na, na, na. Wir sollten ihn durchsuchen.
Die Einsetzung des Hochkönigs rückt näher und mit ihr der Machtwechsel von den nördlichen irgendwie so, zu den südlichen. Sorge dafür, dass Flansin, bevor er seinen letzten Atemzug nimmt, verkleide dich als Priester und schleiche dich in Themar ein. So kannst du dich ihm nähern. Schneide den Bastard die Kehle durch, während sie ihn lobpreisen. Ein Auftrag, Flan zu töten. Der Brief ist ohne Siegel. Ein unbekannter Feind. Komm, wir müssen Kira diese Neuigkeit überbringen. Ich folge dir. Du hast dich wacker geschlagen, das muss ich schon sagen. Solcherlei Zusammentreffen sind dir wohl nicht fremd. So schlecht hast du dich auch nicht angestellt. Ja, wir haben heute den Tod eines Königs abgewendet. Wenn wir nur wüssten, wer dahinter steckt. Hast du eine Ahnung, wer so weit gehen würde? Jeder der nördlichen Inel käme in Frage. Es sind jedoch die Könige von Ulet, die Flan besonders verabscheuen. Anderer König, selbe Geschichte. An welchem Tag kommt dann Biomutant raus? Am Dienstag, ach, steht ja da, am Dienstag. Es kommt Dienstag raus. Verdammt. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich kann Mittwoch halt immer nicht so lange streamen. Da ein neues Spiel anfangen ist doof. Ist genau dazwischen, wo ich nicht streame. Was? Wow. Der kauft das gar nicht für mich, der lügt. Keks hast, aber so. Ich bestelle mein ganzes Leben auf einmal so. Rätsel? Oh je. Bin gerade mal hier? Scheiße. Diese scheiß Strähne hier piekt mir die ganze Zeit hier ins Augenlid rein.
darf mich nicht. Bei mir war das letzte Mal 2021. Keinen Schritt weiter. Kann ich schreiben? Ja, ich merke das. Naja, ich wünsche den Kindern im Grunde auch nicht schreiben. Du bist also doch was Außergewöhnliches. Nein, du bist tot! Tot! Bleib zusammen, klar? Schwer mit Krallen. Ja, das glaube ich. Wow, der verzögerte Tod einfach. Schatzhortkarte. Meine letzte Amazon-Bestellung war vor 11 Tagen. Boah, wie neblig hier. Verdammt, bei mir vor 12. Was ist das denn? Die Prüfung beginnt. Welche Prüfung? Was ist das? Dieser Nebel. Wer seid ihr denn? Hey! Oh, ich bin vergiftet. Was soll das? Bären? Ubisoft-Entwickler? Nein, nicht schon wieder. Ich fische? Schön. Wie ein Droide. Was zur Hölle? Welche Drogen sind hier schon wieder im Spiel? Mal kurz hier so die zwei Schätze sammeln. Was? Das ist neblig. Ich sehe kaum was. Und für die Krähen hier. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Nee, ey, wo du erregst, immer andere. Ha.
Die Skelette stehen gut, dafür, dass sie keine Muskeln mehr haben. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Dass die da nur Halt haben. Augenblick mal! Los, sterb anständig! Die haben fleißig Milch getrunken. Ach, sind die Knochen denn so stark, ja? Eivor, was machst du denn? Es ist drin, okay. Hey, warte! Die Götter wollen dich nicht! Oh. Oh, warum ist es so laut? Oh, ich bin erschrocken! Boah! Warum ist die Sound so laut? Sergeant Krawowski, danke schön für dein Prime Gaming. 6 Monate schon, vielen, vielen Dank. Ach, wurde schon gehypt. Dankeschön. Boah, ich mich jetzt erschreckt. Uiuiui. Damit du besser hören kannst. Aber ich bin noch nicht taub. Und das Spiel will mich gerade verarschen. Wo soll denn jetzt jeder Schatz sein? Und das ist unten. Zeigt an dahinter. Aber komme ich nicht hin? Hi. Komme ich dahin? Man erkennt halt auch nichts. Pipe, 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 ja. Ach da, wow, ey, das soll man sehen. Oder so ein Schatz. Warum hast du so blonde Haare, damit ich dich besser blenden kann? Au! Wir haben über meine fake blonden Haare Witze gemacht. Aber wieso? Das ist nicht nett. Sag mal, was ist mit euch? Jesus, Hund. Brutale Ebene.
geklemmt. Ich muss auf die andere Seite. Hm, natürlich. Ich sehe dich. Boah, gehst du mir auf den Sack? Sag mal was mit dir. Ich block die ganze Zeit. Die blockt nicht. Warum blockt die nicht? Jetzt stecke ich hier in der Ecke fest. Meine Güte. Boah, jetzt reicht's mir aber. Achtet auf Konter! Da oben schießt auch einer auf mich, oder? Verpiss dich. Blöder Lutscher. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Kein Zelda kann dich jetzt noch retten. Die Explosion da drin hat jetzt nicht irgendwie was kaputt gemacht. Ich muss extra die Tür aufmachen. Wow. Ist klar. Sonst fliegt immer alles in die Luft. Ich bin ein Häschen. Ein Igel ist simpel. Schieß diese miese Spinne da runter! Wo denn runter? Hä? Ich bin noch hier auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, hier so im Nebel zu leben ist nicht so gesund auf Dauer. Hast du den gesehen, Lisa? Wem? Was? Wir sind über Schätze. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Den Anime Rescue, das ist not Dream of Bunny Girl Senpai. Weiß ich gerade nicht. Also der Name sagt mir gerade nichts. Müsste ich mir wieder ein Bild anschauen, ob ich den kenne. Weil ich merke mir die Namen nicht. Die sind immer alle so elendig lang. Ich mag auch den Charakterdesign. Sehr schön. So. Dann können wir jetzt weiter. Dann schnappen wir uns das dann noch und gehen wieder zurück zur Hauptaufgabe.
Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Wow, das sieht auch wirklich dezent creepy hier aus. Das jetzt? Töte die einzige Schlange in Irland. LOL. Really? Wow. Wow. Das ist ein Witz, ne? Du bist eine Spezies, du hast gerottet. Immer wieder gern. What? Wir sind einfach die Schlangen in Irland ausgerottet. Nein, das wollte ich nicht. Was zur Hölle? Geht hier ab? Ich gib's auf. Ach, solange ich noch verstehe, was du da schreibst. Wenn es die einzige war, hatte sie eh keine Zukunft. Ja. Gut. Das Land kann wieder aufwachen. Ja, die können jetzt wieder atmen hier. Wunderschön. Wäre ich nie hierher gekommen. Mist. Hätte sicher was mit was paaren können. Was? Zum Beispiel, Yummy. Eine Seegurke. Weil Aale gehen auch in Seegurken rein. Und paaren sich da drin. Und machen sonstige Sachen. Eine Echse, okay. Ja. Über den Ozean reisen und die Träume verwirklichen. Das waren doch die Fische, nicht Aale. Waren es die Fische selbst? Waren es nicht die Aale? Keine Ahnung, irgendwas ist da in die Seegurken mal reingegangen und hat da drin gelebt, Party gemacht. Thor, schlaf schön, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Erkenntnisse? Der Priester ist tot und seine Mörder auch. Räuber. Ich fand dies. Es ist ein Befehl, Flan zu töten. Einer von ihnen sollte sich als Priester verkleiden und während der Krönung Flans Kehle durchtrennen. Direkt vor unseren Augen. Warum solch ein Wagnis eingehen? Warum nicht Gift oder ein Angriff im Schlaf? Gifte verfehlen ihre Wirkung oft und ihn im Schlaf zu töten erregt nicht genug Aufsehen. Du hast recht. Der Mörder wäre nicht lebend davongekommen. Er war bereit zu sterben. Wer auch immer das geplant hat, will Flan fallen sehen. Wir müssen ihn warnen. Nach der Krönung. Ich werde dies nicht an ihm nagen lassen. Flan hat es sich verdient. Er wird es genießen. Sucht ihn danach in seinen Gemächern in Darrach auf. Er wird sich dort Zeit für euch nehmen.
Wenn ich mich nun entschuldigen darf, ich muss mich zurechtmachen. Komm mit mir, Eivor. Hat die uns zugezwinkert? So schmutzig war das Wasser doch gar nicht. Du weißt nicht viel über die Rolle einer Dichterin, was? Erhelle mich. Gerne. Mhm. Nun, worauf wartest du? Ich möchte mich zurechtmachen. Ohne Gesellschaft. Buh. Warum hat die aber so komisch gezinkert? Ich sehe hier andere Könige. Die Nachricht von Flans Amtseinsetzung hat sich weit verbreitet. Komm, gesellen wir uns zu ihnen. Ist er das? Flan? Wow, Selina. Ja. Was tut er denn da? Ihn segnen. Abt Owen ist der höchste christliche Würdenträger hierzulande. Sein Segen bestätigt, dass Flan bereit ist, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. All dies geschieht vor dem Lea Fall, einem heiligen Stein, der rechtmäßigen Königen eine lange Herrschaft schenken soll. Und klappt das? Kommt darauf an, was du für lang hältst. Krönungen dauern sehr lang. Wo ist das Essen? Du hast dich nicht verändert. Nun bin ich schon mal hier. Dann kann ich es auch genießen. Flan vor den Jiji Kroke. Jetzt macht sie ernst mit Singen. Und damit haben sich Flans Feinde vervielfacht. Die Kriege von Königshäusern dauern lang. Ist er klug, wird er auf Verbündete aus sein. Er ist klug, aber auch gefühlsgetrieben. Sein Plan, den Norden zu bezwingen, fußt nicht auf dem Wunsch nach Macht, sondern seinem Blutdurst. Auf unserem Ritt aus Düflin ließ Kira durchblicken, dass es mit dir und Flan mehr auf sich hat. Was hast du mir verschwiegen? Eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Du musst wissen, der König des Nordens, der mich krönte, Eid Findliad, er ermordete Flans Vater und nahm seinen Platz als Hochkönig ein. Dann heiratete er Flans Mutter, wie es der Brauch verlangt. Dann herrscht nicht viel Liebe zwischen euch. Richtig. Für Flan war Eid eine giftige Schlange und jene, die er bevorzugte, ebenso. Sein Vertrauen zu gewinnen wird nicht leicht. Wir haben gerade einen Anschlag auf sein Leben abgewehrt. Das sollte ihn zumindest aufhorchen lassen. Hoffen wir es. Ich werde umgehend nach Dauach aufbrechen. Such mich dort auf, sobald du kannst. Oh.
Also dafür, dass jetzt den König... Es ist echt wenig los an Party. So eine Krönung, das ist voll lame hier. Mach mal Party. Habe ehrliche Pichte. Was? Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Hallo, Dentik. Also, wie ich sehe, wurde mein Paket an irgendeinem Nachbarn übergeben. Cool, den ich null kenne. Geil, das liebe ich ja. Und jetzt um die Uhrzeit brauche ich da auch nicht mehr hingehen. Und nicht Nachbarschaftspflege betreiben. Ja, das finde ich gar nicht so cool. Erstmal suchen gehen. Überfahren mein Paket ging an meinen Ehepartner. Was? Klaus, ich wusste ja gar nicht, dass du verheiratet bist. Ich kann höchstens mal kurz gucken, ob das vielleicht doch im Briefkasten ist, aber ich glaube nicht. Da steht nämlich irgendein Name. Endlich Nachbarn kennenlernen, die man nicht kennen will. Ja, ich will auch niemanden kennen. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du das nächste mit deiner Nebenhand parierst oder einen Spezialangriff ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Alter, was zur Hölle? Ist dies aktiviert, hat der Sprungangriff einen höheren Wirkungskreis und kann aus beliebiger Höhe eingesetzt werden. Oh, geil. Drei Punkte habe ich noch. Oh, wow, Mosi. Warum wusste ich, dass sowas kommt? Pass auch immer viele Kids auf. Ich glaube, ich hätte die Nerven nicht dafür. Also die sind... Ja, ich weiß nicht. Ab einem bestimmten Alter ist stressig. Aber so ganz kleine, die dann da so rumtapseln und... Das ist schon eigentlich süß. Eigentlich ist das ja niedlich. Wenn die dich da mit den großen Kulleraugen anschauen. Einmal kurz Hallo in den Chat. Hallo Vanheda und danke für den Sub. Schönen guten Abend. Ich bin noch nicht durch mit Valhalla. Oh ja, dann solltest du auf jeden Fall, weil das ist schon das erste DLC, was ich spiele. Du wirst bestimmt auch die DLC spielen wollen, deswegen, ja. Ist eine gute Idee. Wünsche ich dir auch viel Spaß mit Valhalla. Und Selatio kommt dann hier rein. Guten Abend, Selatio. Dankeschön für dein Prime Gaming. 26 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Alter Falter. Dankeschön für die Unterstützung, Selatio. Hier sollte ich vorsichtig sein. Bruna Boine, Bonnie Bon. Weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. So kryptisch. Immer.
Ich habe auch Knieprobleme, habe es ja vor ein paar Jahren operiert, darum sollte es ja auch eigentlich besser sein. Ja, das weiß ich ja. Du hattest ja auch noch Schrauben und so drin, oder? War das nicht so? Oh, jetzt tief runter. Oh, what? Ja, ich habe die Collector's Edition geholt und bin immer noch gefühlt vorangekommen. Oh, wow. Ja, das ist schon echt riesig. Und hier kannst du so viel machen. Ich mache jetzt halt eine Sache, die ist jetzt nicht so relevant für Story oder sonst was. Das sind diese komischen täglichen Aufgaben, was ich hier gerade mache. Aha. Wir haben hier schöne Fallen, was zur Hölle? Und der Turner. Die Dinchen. Aua. Schlüssel aufnehmen. Ah ja. Oh, jetzt rieche ich hier die ganze Zeit in so eine Scheiße rein, wirklich. Sehe nicht so gut mit 160. Ich habe die weibliche Variante. Die weibliche Eivor. Ich mag schlagkräftige Wikingerfrauen. Die ist mega gut. Oh ja, die ist super. Ihre Sprüche und die Stimme, die deutsche Stimme ist unglaublich gut. Kenne ich ja auch von anderen. Von einem anderen Spiel. Beziehungsweise Spielreihe und das Film. Jetzt will ich wieder bei Haller spielen. Der macht das. Oder spielst du gerade was anderes? Dafür ist der Schlüssel. Was ist denn das hier für ein verwirrender Ort? Blick hier gerade null durch. Oh Gott, ja. So gesehen könnte ich mir Valhalla auch holen, weil ich habe ja jetzt eine PS4. Na, mach doch. Schon geil. Ich meine, du schlachtest ja auch gerne, dass die Gliedmaßen abfliegen. Also. Wieso ist Mirko schon wieder weg? Ich bin nicht weg. Ich bin gerade auf Arbeit. Ach, du bist auf der Arbeit. Dann wünsche ich dir eine angenehme Schicht. Ich hoffe, du musst nicht mehr so lange machen. Der Schatz ist unten. Ich sag ja, der Ort hier ist verwirrend. Noch weiter rund. Hey, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, geht immer tiefer. Aber hier war ich doch gerade. Ach, hier ist noch ein... Ich habe das Loch nicht gesehen. Toll. Diese bösen Löcher. Psst, nein, 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 ich bin lieb. Wieso bist du lieb? Bist du gar nicht. Hä? Wenn man dir eine Schrotflinte in der Hand gibt in irgendeinem Spiel, dann kommt das Monster raus. Erzähl keinen Scheiß mit Klaus. Und jetzt gehe ich gerade zu einer... Zu einer täglichen Mission. Die sind, ja. Die gehören null zur Story oder einfach nur töten und fertig. Also ich habe jetzt zum Rennen alles rausgefunden, nur keinen Plan, wie man es speichert, beziehungsweise wohin es gespeichert wird. Probier es wann anders, okay? Was machst du denn, Mirko? Ich habe keine Ahnung, was er macht.
Das klingt nicht gut. Unsinn. Ja, den Unsinn will ich aber nicht sehen. Nur wieder furchtbar sein. Hallöchen. Guten Tag. Ich bin hier, um euch zu erlösen. Greif an. Dann nicht. Dann stirbst du. Wo kommt das Wildschwein her? Und warum greift es mich an? Ist sein Ding länger geworden? Das klingt jetzt bestimmt cool für die, die jetzt nur alles in 160p sehen. Ich finde das Loch nicht. Ja, es war zu dunkel. Oh, schön. Tod und Verderben. Ja, das war sehr schön und macht so viel Spaß. Mit was für einer Rüstung spielst du? Hier bin ich. Oh, was schreist du mir ins Ohr? Weiß ich selber nicht. Ich habe das Aussehen verändert. Keine Ahnung, welches ich jetzt hier gerade trage. Sieht aus wie Thors Sachen. Ich habe nur die Optik verändert. Das geht ja. Gefangene befreien. So. Ja, das war jetzt nur ein täglicher Kram. Tschüss. Oder ist noch nicht fertig? Okay, die redet nicht mit mir. Kein Danke oder sonst. Entkommen und beschützen. Achso, die muss noch mitkommen. Komm raus hier aus dem Gebiet. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, sehr gut. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Ja. Tschüss. Gut, hätten wir auch erledigt. Da ist ein Schnellreisepunkt, den können wir auch mal hier. Ich glaube, ich gehe tatsächlich ins Bett, ruhe mich noch etwas aus. Ja, das ist das Klügste. Bis gleich, Musi. Wie spät ist es eigentlich? Ist 0 und. Was? Ist es schon 0 und 19? Nee. Ja, links sind zwei Schrauben noch drin, aber rechts ist schon draußen und genau das rechte tut weh. Oh, wow. Na super. Ich habe gestern wieder ein interessantes Video gesehen. Was denn für ein Video? Hat Lisa, was? Er hat Lisa zu einem Einhorn gemacht. Wenn, dann habe ich zwei Hörner. Ich bin ein Dämon. Keks. Dann haben wir ja noch 6 Stunden. Was? Wie 6 Stunden? Bitte was? Ich glaube, ich habe die Rüstung auch, aber... Ich habe auch oft nach Optik gemacht, was Ava so steht und cool aussieht und... Ach, hier. Ob es Sterne gibt, die aus Antimaterie gibt. Ob es. Okay. Und kannst du die Antwort, die Frage auch beantworten? Was hast du gelernt, du Nietzsche? Oh. Wo schon wieder, Lulu? Was ist mit dir? Was ist mit deiner Blase? Hm.
Das ist schon wieder irgendeine finstere Macht am Werk. Wir haben einen Hintereingang geöffnet. Hintern halt. Entschuldigung. Wo sitzt das Loch? Hä? Ich habe irgendwas geöffnet und das ist jetzt nicht sichtbar, oder was? Do you mich verarschen wollen? Hallo?